Jeder kennt doch diese Situation. Sie befinden sich an einem beengten Ort und jemand kommt ihnen zu nahe. Sie fühlen sich unwohl und wissen nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Sie fragen sich vielleicht, soll ich etwas sagen oder wäre das unfreundlich? Was sagen die Einwohner der Stadt Salzburg dazu? Wir haben nachgefragt. Haben Sie in der Öffentlichkeit schon einmal eine Situation erlebt, in der Ihnen eine fremde Person zu nahe gekommen ist? Ja, beim Weggehen. Können Sie diese Situation beschreiben? Man wird oft berührt, obwohl man das nicht möchte. Ich weiß nicht Ja. wer, aber es waren viele. Also, und zwar meistens in der U-Bahn in Wien, wenn es ganz heiß ist und die U-Bahn bleibt irgendwo stehen und es ist ganz voll. Wenn dann nur im Bus, aber so in der Stadt oder so noch nicht so. Also ich bin halt im Bus gestanden und es war nicht wirklich viel los, aber trotzdem ist eine Person ziemlich nah zu mir zugekommen und das hat mich schon ein bisschen gestört. Ich habe halt immer versucht, dass ich weggehe, aber es ist halt im Bus nicht so möglich jetzt. Und was wäre demnach für Sie eine angenehme Distanz? Boah, das ist schwer zum Sagen, aber auf jeden Fall. Sie können es auch zeigen. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. So, das ist schon ein bisschen zu weit weg, aber ich finde, so ist okay. So 1,5 Meter circa Entfernung wäre ganz okay. So wie wir haben. Nicht weiter. Es kommt drauf an, mit wem. Aber so, mein, das passt. Ich glaube, das ist eh kulturell bestimmt. Also bei uns hat man mal der Sami Molcho gesagt, ist das ungefähr die richtige Distanz, weil das trifft genau bis daher. Okay. Ja? Und wenn man näher kommt, ist das zum Beispiel wie in den südlichen Ländern. Ne? In den südlichen Ländern ist es einfach natürlich, dass man so dasteht, und wenn berührt, ist ganz egal. Okay. Aber so ist es okay für mich. Für Sie ist es okay, Ja. danke. Dankeschön. Jeder Mensch hat eine gewisse Distanzzone. Kommt uns jemand zu nahe, fühlen wir uns bedrängt oder sogar bedroht. Das Maß körperlicher Distanz richtet sich danach, in welchem Verhältnis wir zu dem gegenüberstehen. Je intimer das Verhältnis, desto geringer ist der Raum, den wir um uns brauchen. Die Wissenschaft unterscheidet in unterschiedliche Zonen. Die öffentliche Distanz. Sie beginnt bei etwa 4 Meter Abstand. Jede persönliche Beziehung hat aufgehört. Man agiert als Einzelner. Dieser Abstand ist etwa jener von Rednern zum Publikum oder Fernsehschauspieler und Zuschauern. Die gesellschaftliche oder soziale Distanz. Sie schließt aus, dass man sich berührt. In dieser Distanz, etwa 1,50 Meter bis 4 Meter, werden unpersönliche Angelegenheiten erledigt, wie etwa Unterhaltungen mit Geschäftsleuten oder Handwerkern. Die persönliche Distanz. Sie umfasst die Zonen von ca. 60 bis 1,50 Meter. Das ist die normale Gesprächsdistanz. Annäherung innerhalb dieser Grenzen sagt etwas über Bekanntheits- oder Sympathiegrad zwischen den Beteiligten aus. Diese Zone ist für Freunde, Verwandte, eventuell auch enge Kollegen reserviert. Die intime Distanz. Sie reicht vom direkten körperlichen Kontakt bis zu einer Entfernung von ca. 60 cm. In diese Zone dürfen nur Personen mit einer besonderen Erlaubnis eindringen. Im Normalfall werden nur sehr enge Vertraute in diese Intimzone gelassen, also Intimpartner oder enge Verwandte.